Hi, willkommen zurück in Folge 135 mit Familie Reuss. Und wir sind Bohemian geworden. Yay, Level Stufe 5. Sehr gut, Emily ist gerade auf dem Weg zu ihrer Arbeit. Theresa schläft aus, Philipp isst gleich was. Du findest ein paar neue Freunde und Maya trinkt an ihrer Flasche und danach kann sie hier gehen weiterspielen. So, wir haben mal unseren lieben Sid nach drin eingeladen und schauen mal, ob wir ihn in unseren Haushalt einfügen können. Theoretisch mit Master Controller müsste ich bis zu 8 Sims in meinen Haushalt lassen. Wir haben ja eigentlich nur 6 bisher. Ich meine, mit den EA-Standards ist das hier das absolute Maximum. Aber wir wollen ihn ja auch nicht lange hier haben, deswegen hoffe ich, dass das trotzdem funktioniert. Wir werden es sehen, ansonsten kriege ich das auf jeden Fall irgendwie hin. Yay, bitten einzuziehen, dann machen wir das gleich mal. Und wir können ihn danach anschließend sofort wieder ins Stadtbearbeiten-Menü bringen. Einfach nur, damit wir ihn hier haben. Er wird dann wahrscheinlich gleich wieder abhauen. Ist ja egal. Interessiert uns ja nicht. Also haben wir uns mit ihm... Ah, hier ist jetzt unser bester Freund. Oh, wie süß. Als nächstes werden wir dann gleich auch noch die Liz... Oh, okay. Ja, ich hoffe, dass die andere dann weg ist. Also, dass das hier als Wegbesucher gilt, wenn er bei uns eingezogen ist und so. Müssen wir mal schauen. Wir können dann ein bisschen ein paar Spaghetti essen. Oder wollen wir was servieren? Nee, wir bleiben bei den Spaghetti. Ja, du kannst dann eigentlich auch ein paar Rezepte lernen. Würde ich sagen. Wie wäre es mit Chili und Fish and Chips und Ratatouille? Hätten wir keine Kekse gekauft? Kannst du schon Kekse? Oh, du kannst schon Kekse. Du kannst sogar schon Kürbiskuchen machen. Oh, wir machen Kürbiskuchen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall machen wir Kürbiskuchen. Das ist ja mal Pflicht. Ja, ich meine, allein für die Party machen wir Kürbiskuchen. Okay, wir machen als allererstes Kürbiskuchen. Ich bin aufgeregt. Wir brauchen Kürbiskuchen. Wir feiern heute Party. Wir feiern heute den Geburtstag von Maya. Ist das nicht wundervoll? Ich freue mich total. Ah, ich hoffe, das wird eine schöne Geburtstagsparty. So, jetzt lassen wir erstmal den Sid einziehen. Ich hoffe, dass das Spiel nicht so rumlegt, wie das bei meiner eigenen aktiven Familie war. Dass dann das Spiel sich aufgehangen hat. Ich hoffe, dass der Spielstand hier noch nicht so verbuggt ist, dass das passiert. Aber wir bitten ihn erstmal einzuziehen. Yay, Mai hat alles gelernt, was es im Xylophon zu lernen gibt. Okay, jetzt hatten wir einen Script-Error. Schön. Das heißt wohl kein Einziehen. Probieren wir nochmal gleich. Okay, wo ist er? Ist Sid hier? Okay, er ist noch da. Dann fragen wir ihn einfach nochmal. Ja, wir müssen uns natürlich nochmal mit ihm ein bisschen anfreunden. Das war klar. Verrat mir mein Geheimnis. Vielleicht reicht das sogar schon. Oh, ich freue mich total. Wir machen gleich die Geburtstagsparty. Sophia, lernst du vielleicht noch irgendein Kind kennen? Das wäre voll klasse. Ein Junge vielleicht noch. Einfach damit wir ein bisschen Abwechslung haben und nicht nur Mädchen eingeladen sind. Das wäre total schön, Sophia. Wir wollen ja so gegen 16, 17 Uhr die Party starten lassen, deswegen können wir noch ein bisschen warten. Ich hoffe nur, dass sie noch auch wirklich noch eins kennenlernt, ein Kind. Oh, Amira kann dann als nächstes was trinken. Du bist mein bester Freund. Oh, wie süß. So, das findet er aber noch nicht gesellig. Dann machen wir mal was Geselliges. Wie wär's mit Tratschen?
Oh, Theresa ist auch am Essen. Sehr schön. Kannst du auch mal duschen gehen? Und irgendwas Wäschemäßiges? Nö. Aber du kannst dich hier um deine Wäsche kümmern, die du ja immer liegen lässt. Und um die sich sonst immer der Jamie rührend kümmert. Und wir haben immer noch keine Aufträge als Feuerwehrfrau. Das ist ein bisschen schade. Yay, jetzt hält er uns für gesellig. Dann fragen wir ihn nochmal, ob er einziehen möchte. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Wir wollen kein Gesetzeshüter werden. Komm schon, Sid. Yay, 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 wir haben einen großen Hausbrand. Noch nie hat man sich über einen großen Hausbrand so gefreut. Und, klappt das jetzt oder sind es wieder Script-Errors? Ja, es hat geklappt. Skip Taylor, nein, danke. Was ist hier das Problem? Zu viele Sims. Na toll. Eigentlich funktioniert es mit dem Master Controller, aber nicht mit dem EA-Dingens. Dann schauen wir mal, ob wir das mit Testing... Oder nein, ich glaube, das funktioniert doch auch mit dem Master Controller, oder? Es müsste doch eigentlich alles funktionieren mit dem Master Controller. Sim hinzufügen? Ja. Funktioniert das jetzt? Ja! Ja, es hat funktioniert. Ich meine, wir hätten es ja auch so hingekriegt. Das war kein böser Cheat. Das war nur ein, das Spiel lässt mich nicht machen, Cheat. Und deswegen muss ich das auf diese Art und Weise machen. Ja, und dann fügen wir ihn jetzt mal im Stadtbearbeiten-Modus in einen anderen Ort ein. Und ja, das dauert jetzt aber zu lange, deswegen schneide ich euch da kurz raus. Ja, länger als erwartet, aber ich habe es jetzt endlich geschafft, Sid in die Stadt einzufügen. Und jetzt werden wir auch Liz für den nächsten Tag gleich einladen, dass wir mit ihr dasselbe Prozedere unterziehen können. Wenn ich nicht Angst hätte, dass ich, sobald ich ins Stadtbearbeiten, in den Stadtbearbeiten-Modus wechsle, mein Spiel abstürzt, würde ich euch auch zeigen, wo Sid jetzt lebt, aber ja, da müssen wir abwarten, bis ich da nicht mehr so viel Angst habe. Und ja, aber er hat eine ziemlich bescheidene kleine Wohnung, die die Gäste werden morgen um 9 Uhr eintreffen, sehr schön. Er hat eine kleine bescheidene Wohnung, ist auch Platz für die liebe Liz mit drin. Habe ich ein bisschen umgebaut, damit beide Platz haben und auch genug, und auch billig genug ist für beide. Und sag mal, hast du heute eigentlich deine Palette? Ja, okay, bis 17 Uhr. Bella George haben wir kennengelernt. Okay. Ja, das heißt, dass Philipp gern mal die Party veranstalten kann. Geh sie mal veranstalten, mein lieber Philipp. Was machst du da hinten? Achso, okay. Und ich muss auch noch dieses Dingens hinstellen. Zumindest möchte ich das, weil das den Weg erspart. Das Recycling-Ding. Ich glaube zumindest, dass da auch die Pflanzen reinkommen. Wenn man die halt ja, wegschmeißen möchte, weil sie nicht mehr fruchtbar sind. Ich weiß noch nicht. Ja doch, Pflanzen gießen. Hier die Pflanzen gießen wir auch. Dann tun wir hier ein bisschen Kompost rein. Du hast doch auch ein bisschen Kompost gestern Abend geerntet. Ja. Und Therese steht hier nackt rum. Sehr schön. Dann kannst du gerne mal dein Outfit wechseln. Ist ja Alltag bei uns, dass die Therese sich gern nackt aufhält. Und die kleine liebe Maya kann mal an die Bauklötze gehen, denn mit dem Xylophon hat sie ja jetzt alles gelernt. So, Philipp, dann ruf mal an. Wir wollen eine Geburtstagsparty veranstalten. Ich würde sagen, wenn die alle bis 17 Uhr unterwegs sind, dass wir sie 18 Uhr starten. Die ersten werden vielleicht schon 17 Uhr da sein, aber ist ja egal. Und wir laden ein... Die Carol, die Bella und
die Pansy. Und mehr kleine Kinder kennen wir leider nicht. Auch keine Jungs. Aber ja, vielleicht kommt das noch. Wie wäre es, wenn wir auch den Sid einladen? Oh ja, und Christopher auch. Klar. Haben auch die Theresa und der Jamie was zu tun. Und ja, die Party beginnt um 18 Uhr. Und wir freuen uns drauf, wenn sie stattfindet. Und du kannst dich erstmal ein bisschen um den Pflänzchen kümmern. Und unser lieber Jamie steht hier rum. Der wollte ja eigentlich die Wäsche machen, glaube ich. Ah, jetzt habe ich ihn davon abgehalten. Was soll's? Dann räumen wir das halt wieder weg. Nein, wir wollen keine Party von Christopher. Blub. Kannst du das da reinfüllen? Hier ist ja auch noch so ein Teil. Nee, okay, davon wird die Wäsche nicht voll. Egal. Dann können wir in der Zeit uns einfach mal hier in den Sessel setzen. Oder wie geht's Kätzchen? Kätzchen geht's noch ganz gut. Mit der können wir uns nachher auch noch beschäftigen. Und du kannst weiterhin dein Buch lesen. Das wäre ganz praktisch. Wie geht's dem Pferdis so? Warum seid ihr hier? Ihr solltet da rein. Ihr solltet in die Koppel, nicht außerhalb der Koppel. Ich denke, die werden ab und an resettet. Sieht doch so aus von den Bedürfnissen her, dass sie resettet wurden, beide. Naja. So, du kannst ein bisschen mit dem Ball spielen. Hat das jetzt schon jemand anders vor? Nein. Achso, du willst schon mit dem Ball spielen. Ja. Dann kann die Therese dann auch zu dir nach hinten kommen. Ein bisschen mit dir anfreunden, Saliere, weil deine Soziales nicht so gut ist. Und ihr beide könnt machen, wonach auch immer euch der Sinn steht, solange ihr nicht aus der Koppel rausgeht. Das ist euch eher untersagt. Ja, und Emilys Brand ist leider irgendwie weg. Sie muss jetzt erstmal die ganzen Sachen wieder instand setzen. Vielleicht lag es auch daran, dass der Auftrag jetzt weg war, weil ich habe dann geschaut. Der Feuermelder war bei 0% und bei dem Feuerwehrauto sieht man es ja noch 35%. Also das ist nicht mehr so das Beste. Aber das werden wir schon wieder hinkriegen. Und ja, vielleicht steigt sie auch bald mal im Level auf. Ich weiß nicht, welches Level das war. Kann sein, dass es Level 8 war. Irgendwann kriegt man jedenfalls seinen eigenen Feueralarm und sein eigenes Feuerwehrauto und kann dann von zu Hause aus auf den Alarm warten. Und das wäre ganz praktisch. Und dann passiert sowas auch nicht mehr, dass wir den verpassen. So, jetzt guckt diese Lyra zu, wie ihre Eltern miteinander schmusen. Du kriegst auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Keine Sorge. Sie ist mir ein bisschen gelobt und dann ordentlich gebürstet und deine Hufe werden ausgekratzt. Und dann kriegst du noch ein paar Streicheleien und natürlich auch ein Leckerchen, weil du ja so ein liebes Pferdchen bist. So, ja, du machst noch dein Ballett. Was ist das hier überhaupt? Ah, stolzes Geschwisterkind. Wie süß. Du möchtest den Einfluss steigern. Na, angeln. So, ja, wir müssen uns erstmal wieder dran gewöhnen, dass jetzt auch Frühling ist, dass wir viel mehr wieder draußen unternehmen können, dass halt zum Beispiel hier die ganzen Pflänzchen wieder wachsen und wir haben soziale Netzwerke Level 2 erreicht. Ich glaube, mit Level 3 kann man Kritikblocks erstellen. Ab Level 2 kann man, glaube ich, normale Blocks erstellen. Mit Level 3 Kritikblocks. Ich habe mich da so ein bisschen informiert bei meiner Lieblings-Sims-bezogenen Seite. Und da stand das, glaube ich. Und ich würde gerne einen Kritikblock machen. Einfach, weil das cool ist. Keine Ahnung, warum. Warum nicht? Ist so die Devise. Du kannst danach nach Hause kommen. Oh, wir haben auch bei der Steckbox Level 3 erreicht. Das ist super, kleine Maya. Dann kannst du mal damit spielen. Und dann kann der Philipp auch zu dir nach unten kommen. Um ja, dich hier runterzubringen. So am Hauptraum, wo dann die Party abgehen wird.
Ja, Theresa, du beschäftigst dich damit. Dann kannst du auch hierher kommen. Mit der Saliera fertig bist. Die sollte, ja, der sollte es eigentlich ganz gut gehen gleich. Ach ja, und Phoebe, du kannst dann ja auch mal was futtern gehen. Dich kratzen. Vielleicht hat auch Jamie für dich Zeit. Irgendwer wird sicher für dich Zeit haben. Ansonsten vielleicht die Theresa. Werden die sehen. Das wird auf jeden Fall nicht das Problem sein, jemanden zu finden, der Zeit für dich hat. Denn heute werden wir einfach ganz entspannt unsere Geburtstagsparty feiern. Auch wenn jetzt schon der Großteil der Folge vorbei ist. Ah ja, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das besser findet, wenn ich nach 20 Minuten einfach Schluss mache oder ob ich eine längere Folge mache. Ich meine, ich kann euch jetzt nicht fragen. Aber, ich weiß es halt nicht. Was euch lieber wäre. So, Philipp kommt dann gerade mal hoch. Und die Sophia kommt nach Hause. Theresa kann dann, wenn sie hier ist, den Dingens rufen. Den Zauberer oder die Zauberin. Weiß man ja noch nicht. So, meine Liebe, du ziehst hier mal lieber dein normales Outfit an. Das passt besser zu dir. Ich würde sagen, du kannst dich ein bisschen um die Phoebe kümmern. Braucht gerade beide ein bisschen Soziales. Das würde ganz gut zusammenpassen. Bürste sie mal und gib ihr ein Leckerchen. Obwohl das Leckerchen vielleicht nicht ganz gut ist. So. Und Hand beschnüffeln lassen. Vielleicht noch mit ihr spielen. Das wäre ganz praktisch. Und so, du musst mal die kleine Maya. Nimmst sie hoch und kommst mit ihr hier runter. Haben wir jetzt eigentlich alle Türen abgeschlossen? Die hier drin. Die ist abgeschlossen. Und die hier unten. Ist auch abgeschlossen. Okay, sehr gut. Ich will ja nicht, dass die ganzen Gäste hier zu Orten kommen, wo sie gar nicht sollen. Wo sie gar nicht hin sollen. So, Jamie liest noch zu Ende. Philipp kommt runter. Theresa kommt hierher. Ich würde sagen, du kannst schon mal anrufen. Ruf mal die Dienste an. Und die erste Gast ist da. Yay, wer bist du? Spencer Funke. Okay, du bist aber ein Teenie. Ich glaube, den haben wir kennengelernt mit Sophia und dann wurde er aber schon so schnell erwachsen. Ein bisschen unpraktisch war. Ja, Maya, dich setzen wir hier mal ab. Okay, oder setz sie da ab, mir egal. Krabbencocktail. Ah, und Phoenix. Pansys Vater ist auch mitgekommen. Okay, das ist gerechtfertigt. So, und wir bestellen uns jetzt einen Zauberer für ganz 400 Simoleons. Der will aber viel. Na, hoffentlich bietet er uns auch eine Show. Ja, er wird eine fantastische Zaubershow für uns vorbereiten. Sehr gut. Und er ist in Kürze da. Na, das hoffen wir mal. Hast du jetzt eigentlich... Komm, wir holen dir mein Spielzeug mit runter. Damit du hier warten und spielen kannst, solange bis du deinen Geburtstag feiern darfst. Ich habe übrigens auch den beiden Mädels einen Regenschirm gegeben, weil ich bisher noch nicht dran gedacht habe. Und, ja. Dann warten wir das mal ab. Wir können ja mal mit Phoenix ein bisschen reden. Ein bisschen begrüßen. Oh, da ist die kleine Sophia. Und hier ist Sid. Sehr schön. Du kannst dann ja mal aufstehen und dich mit Sid beschäftigen. Wo rennst du denn hin? So, wir können jedenfalls mal ihn umarmen und einfach mit ihm tanzen. Wenn er da drin bleibt. Nein, tut er natürlich nicht. Egal, vielleicht können wir ja trotzdem mit ihm tanzen. Ich glaub's zwar nicht, aber egal. Wo geht die Katze hin? Nein. Och, Phoebe, geh nicht weg. Ich finde Phoebe so einen schönen Namen. Reden und Hand beschnüffeln lassen. So, gibt's hier noch irgendjemanden mit dem... Nein, ich will nicht mit dem blöden Teenie reden. Warum sind denn keine anderen Mädels hier? Ach da, Bella, bleib hier. Und Christopher. Ah, Christopher kommt her. Ah, endlich haben wir was zu tun mit Theresa. Ah, sehr schön. Ey, warum latschst du da runter? Bleib hier oben. Wo ist Bella jetzt? Nein, Bella, hau nicht ab. Warum haust du ab? Ach, Mann.
jetzt haben wir die extra eingeladen. Jetzt kommt die eine voll coole Zaubershow und dann bleibt die nicht mal hier. Das ist schade. So, können wir jetzt zusammen tanzen, oder? Ich bin gespannt, wie es geht. Red Funke versucht zu flirten, das ist aber schön für ihn. So, wir können ja mal mit ihm zusammen tanzen. Hatten wir nicht eigentlich mit ihm so einen Kuss an den Mistelzweig gemacht? Komm, wir probieren ihn nochmal. So, rufst du sie noch herbei? Kommt sie wieder? Oder wie läuft das hier? Was denkst du? Was denkst du, Sophia? Keine Ahnung, oder? Ja. Oh, die beiden tanzen hier trotzdem, obwohl hier gar keine Musik läuft. Das ist cool. Warum nicht? Ja, wir können hier den Tag verschönern und über rebellisches Verhalten reden. Warum nicht? Und meinetwegen noch eine Persönlichkeit nachahmen. Klar. Und wir können ja mal ein bisschen Spaß haben. Ah, da ist unser Zauberer. Hallo, Darwin Pinson. Hallo. Ja, dann komm mal her, Darwin. Und bezaubere uns. Oder verzaubere uns. Bin ja mal gespannt. Okay, wir hören auf, die Type hier herbeizurufen. Wenn sie die coole Show verpassen will, dann soll sie es halt. Wir schauen uns auf jeden Fall die Zauber schon mal an. Ja, die Vorstellung ansehen. Machen wir auf jeden Fall. Du machst das auch. Wir machen das auch. Und das auch. Theresa. Hast du jetzt eigentlich den Kuss gekriegt? Ja, hast du. Der ist trotzdem nur noch ein guter Freund. Eigenartig. Dann können wir ihn... Ach, können wir ja fragen, ob er über Nacht bleiben will. Warum denn nicht? Und, Komplimente über sein Aussehen machen. Und flirten. Und, über Gefühle sprechen. Klar. So. Dann schauen wir uns mal hier die wundervolle Zaubershow an, auch wenn Sophia hier das einzige Mädchen ist. Nicht so geworden, wie ich es geplant habe. Aber ja, können wir ja nichts dafür, wenn die anderen Mädels nicht mit hier sich die tolle Zaubershow anschauen wollen. Wie jetzt? Und Pansy sagt jetzt, dass die Show nicht so toll war. Ja, sie war ja auch nicht... Und dass die Party nicht so toll war. Ja, sie war ja auch kaum da. Wow, er schwebt. Wie cool ist das denn? Und das verpasst die Pansy. Ha! Und die Bella auch. Die wissen halt einfach nicht, was eine coole Geburtstagsparty ist. Ein schwebender Zauberer. Was gibt's bitte Cooleres? Das ist doch der Hammer, oder? Toll, war's das jetzt? Einmal schweben und was? Oder? Ah, nein. Es wird noch ein bisschen was gezaubert. Sehr schön. Ein Strauß Blümchen. Sehr hübsch. Sonst noch was? Ich hoffe doch. Sophia muss ihm vor allem in den Rücken schauen die ganze Zeit. Und nochmal schweben. Ach, sehr schön. Das ist echt eine wunderschöne Show. Jamie hat anscheinend allerdings schon genug. Na gut, dann halt nicht, ne? Kann ja auch nicht jeder mögen. Was haben wir denn hier? Ein Krabbencocktail. Wie cool ist das denn? Ich denke mal, wir werden erstmal einen Geburtstagskuchen kaufen, damit die kleine Maya auch altern kann. Und, ja, jetzt finde ich ihn gerade nicht. Ach, da ist er ja natürlich. So, ja, die Folge wird ein bisschen länger. Ich will einfach den Geburtstag abgeschlossen haben und dann können wir in der nächsten Folge den Raum oben umstellen und die Maya auch und, ja, alles so Sachen. So, mein Guter. Ja, wir hören erstmal auf mit der Party, mit der Vorstellung. Lassen jetzt erstmal Maya altern. Yay, Maya Hash feiert Geburtstag. Ach ja, wir wollten ja nochmal die Namen
ändern von Sophia und Maya. Jamie heißt ja sowieso schon Reus. Aber dass wir den Namen von Sophia und von Maya, den Nachnamen auf Reus auch ändern. Weil das jetzt zu ihm, weil das ja eigentlich ihr Name ist. Phoenix, ernsthaft, bist du jetzt schon das zweite Mal? Ich weiß, wir hatten hier schon mal eine Geburtstagsparty gefeiert. Und du standest hier auch schon im Weg. Das willst du mir nicht ernsthaft antun. Oh, du hast ein Glück, Phoenix, dass du das jetzt nicht versaut hast. Ernsthaft. Du hattest ein mega Glück, Phoenix. Aber sowas von. So, was läuft denn hier mit dem Zauberer? Schaut ihm noch jemand zu? Nein. Der lässt doch irgendwie. Oh, lässt du Vögel herbei. Nein, Feuer. Feuer. Wer will schon bitte Feuer sehen? Wir wollen Maya altern sehen. Das ist viel cooler. Ja, so läuft das halt. Wenn man ein bisschen in Stress gerät, dann macht man halt eine Geburtstagsparty und eine Zaubershow in einem. Oh, und er feiert mit, der liebe Zauberer. Sehr schön. Das ist sehr kulant von dir, dass das kleine Mädchen dir die Show stiehlt und du aber kräftig mitfeierst. Das freut uns natürlich. Und, ja, dann warten wir jetzt noch ab, bis Maya älter geworden ist. Okay, und er geht dann auch schon wieder. So, setzen wir mal die kleine Maya ab. Oh, Pansy ist doch noch hier. Schön. Pansy ist doch noch hier geblieben. Und unsere Sims sollten noch alle mal was futtern. Also werden wir alle kräftig vom Kuchen essen. Ist ja ganz praktisch, dass sie hier ist. Und wenn der nicht reicht, haben wir ja noch einen leckeren Kürbiskuchen im Kühlschrank. Das ist auch ganz schön. So, meine kleine Maya. Meine kleine Maya wird älter. Schaut jetzt zwar niemand zu, außer deine Mutter. Die schauen alle lieber zum Kuchen. So von wegen, hey, wann wird endlich der Kuchen angeschnitten? Aber jetzt wird Maya auch älter. So, wir haben Höchstleistung bei der Erziehung verbracht und dürfen uns jetzt ein Merkmal aussuchen. Und ich wollte ja aus Maya so eine kleine Künstlerin machen. Vielleicht so ein klein bisschen mit Nerd-Touch. Wir haben ja ein paar Comic-Hefte mit Jamie für sie gekauft. Aber hauptsächlich doch eher so eine rebellische Künstlerin. Und ja, was könnt ihr denn noch so? Wegen Bücherwurm vielleicht? Warum nicht? Ja. Also Bücherwurm passt da eigentlich immer, dass sie gern liest, dass sie gern schreibt, das ist ja nicht so das Ding. Aber ja, ich würde sagen, hier beenden wir dann die Folge auch. Die nächste Folge wird dann, ich weiß noch nicht genau, ob euch das gefällt, weil ich habe es ja vor ein paar Folgen gefragt und ich nehme das jetzt im Voraus auf. Wird es entweder eine Baufolge geben oder irgendwie in anderer Art und Weise. Auf jeden Fall werden wir als nächstes das Haus, nicht das Haus, sondern den Bereich der beiden Mädels umgestalten. Und natürlich auch die Maya umstylen. Und danach feiern wir die Geburtstagsparty zu Ende. Also wird ein bisschen lang gestreckt. Aber ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, auch wenn sie ein bisschen länger geworden ist. Wie gesagt, ich wollte wenigstens Maya noch altern lassen, diese Folge. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Tschüss.